Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 32, Erwerb von Flurstücken in den Gemarkungen Dobritz, Laubegast und Leuben. Hier liegen mir drei Wortmeldungen vor. Man wird es aber doch noch mit Fraktionsrunde machen. Es beginnt die Linke, Herr Wirtz. Verzichten? Dann CDU, Frau Arnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wir haben gerade viel über dieses Areal rings um den Kiessee in Leuben gehört. Ich möchte noch ein ganz anderes Thema in diesem Zusammenhang ansprechen, denn ob wir die Buga in Dresden bekommen und wie auch immer wir dieses Areal dann gestalten werden, wir werden heute hoffentlich diese Grundstücke rings um den Kiessee kaufen und es werden dann Anwohner in Laubegast, die werden jubeln, weil sie seit vielen, vielen Jahren darauf warten, dass es hier zu einer Klärung kommt. Ich bin noch gar nicht im Stadtrat gewesen, 2014, da war ich das erste Mal in der Viterra-Siedlung. In der Viterra-Siedlung, neugebaute Grundstücke direkt am Elbarm und die waren komplett unter Wasser und die warteten darauf, dass eine Flutschutzmaßnahme hier ergriffen wird und sie warten seit 2010 darauf, dass das endlich passiert. Die sogenannte M30 sollte an diesem Standort entwickelt werden und der Name, den ich jetzt hier nicht nennen kann, aber die Dame, der all diese Grundstücke gehört, die habe ich seitdem mindestens einmal im halben Jahr gehört. Ich war regelmäßig im Austausch mit den Bürgern. Wir haben nachgefragt im Land, hier in der Stadt. Alles ist hängen geblieben, immer wieder an der Frage, wie können wir diese M30 in einer Weise planen, voranbringen, dass es auf jeden Fall rechtssicher ist und vor Gericht standhält. Sie können in den Unterlagen lesen, es ist genau das passiert nach vielen, vielen Jahren Planung hin und her, verzweifelten Anwohnern. Wir befinden uns vor Gericht und auch das ist einer der Gründe. Man kann hier kaum etwas machen. Die Eigentümer hatten immer die Hoffnung, hier groß bauen zu können, fühlten sich von der Stadt da etwas verraten und haben es drauf ankommen lassen und das war immer bekannt. Und für die Menschen in Laubegast, die im Falle des Hochwassers 2002, 2013 das Wasser hatten, was eben nicht von der Elbe kam, sondern was sie von hinten erwischt hat, für die ist dieser Kauf, auch wenn es heute wirklich vom Preis her schmerzt, es schmerzt wirklich, aber es gibt uns eine große Chance, zum einen endlich diese M30 zu bauen und zum anderen auch das jetzt nochmal in dieses blaue Band an dieser Stelle wird für die Menschen in Leuben, in Laubegast, im Dresdner Osten ein ganz grandioses Naherholungsgebiet sein. Ich habe viel, viel Zeit in meiner Jugend dort verbracht und man kann rings um den Kiessee das Ganze nicht nur zu einem Verbundbiotop verbinden, Herr Deppe, sondern man kann tatsächlich dafür Sorge tragen, dass man für die Menschen dort einen ganz wunderbaren Freizeit- und Naherholungsraum schafft. Und dafür lohnt es sich heute so verdammt viel Geld auszugeben. Danke. Wird Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. SPD? Nein. FDP? Nein. Dissidenten? Nein. AfD? Auch nicht, dann haben wir Grüne, Herr Hans. Geht's los? Gut, ich möchte nur eine kurze Anmerkung loswerden, weil ich schon finde, dass es angemessen wäre, auch wenn es vielleicht formal nicht notwendig ist, dass diese Vorlage in den Finanzausschuss gekommen wäre, weil wir reden hier über eine Ausgabe von 5 Millionen Euro und ich habe jetzt die Vorlage nochmal angeschaut, auch jetzt
sehe ich da keine konkrete Angabe, wie sich das mit dem Verkehrswert verhält, wie sich das mit vielleicht möglichen Verhandlungsergebnissen verhält, was Sie dort getan haben als Oberbürgermeister, um vielleicht einen besseren Preis zu erreichen. Und ich sage Ihnen, ne, also der Punkt ist ja der, das durften wir nur alles über die Presse erfahren. Und das finde ich eben nicht angemessen. Dann hätte ich lieber das im Finanzausschuss mal diskutiert. Und da Sie gestern ja auch beim Haushaltsbeschluss das sehr deutlich auseinandergenommen haben, alles sage, möchte ich an der Stelle einfach loswerden. Mit diesem Beschluss sorgen Sie sozusagen für 3,5 Millionen mehr Verlust im Jahre 2022, weil dieser Verkehrswert, sofern ich den Zeitungsberichten glauben darf, sich eben deutlich unter dem Wert, den wir jetzt ausgeben für den Flächenankauf, bewegt. Und deswegen denke ich, wäre es angemessen gewesen, das auch in dem entsprechenden Gremium, dem Finanzausschuss, mit entsprechend zu behandeln und mal zu diskutieren. Dann hätten wir das vielleicht nicht jetzt, hätte ich auch meine Bemerkung jetzt nicht machen müssen. Als Grüne stimmen wir trotzdem auch dieser Vorlage zu, weil, wie das ja auch die Vorlage sagt, es hier nicht nur um zum Beispiel das Blaue Band um Geberbach geht, es geht auch um die Entwicklung des Objektes Operette Leuben, um entsprechende Flächen da drumherum zu Wohnungsbau, sozial oder anders, und es geht auch um den Freizeitbereich Kiessee-Leuben. Also es gibt viele Gründe sicherlich, einen Ankauf durchzuführen, aber es wäre angemessen gewesen, das, wie gesagt, auch im Finanzausschuss zu diskutieren. Lieber Herr Hans, Sie sind noch ein bisschen in dem, wo Sie das letzte Mal hier im Stadtrat mal vertreten waren. Da war nämlich das Thema Liegenschaften noch im Finanzbereich gewesen. Und dann haben wir solche Thematiken im Finanzausschuss verhandelt. Da besonderen Betreiben auch Ihre Fraktion, die Liegenschaften in Stadtentwicklung und Bau im Geschäftsbereich zugeordnet worden sind, sind natürlich diese Fragen von Bewertung von Grundstücken und Grundstückskäufe dem Geschäftsbereichszuschnitt jetzt des Stadtentwicklung und Bauausschusses zugeordnet in der Zuständigkeit. Und Finanzen ist dann gefragt, wenn jetzt entsprechende finanzielle Umverteilungen, Deckungen entsprechend zu entscheiden waren. Das war jetzt hier in dem Bericht von jetzt aus den Positionen, die für Grunderwerbe vorgesehen sind. Und insoweit gab es jetzt keine fachliche zwingende Notwendigkeit. Und ansonsten behandeln wir ja Vorlagen im Ältestenrat vor, wo die entsprechend behandelt werden sollten. Und auch da gab es jetzt keinen Ansinn, das noch in den Finanzausschuss zu verweisen. Nochmal, Herr Hans. Dann möchte ich an dieser Stelle eine allgemeine Bemerkung noch mal machen. Wir haben der Verwaltung zuletzt öfters den Auftrag gegeben, bestimmte Vorlagen, zum Beispiel im Wirtschaftsausschuss noch mal zu verweisen, in andere Ausschüsse. Ich denke, es wäre angemessen, wenn Sie das, das gebe ich jetzt vielleicht auch dem Fraktionsvorsitzenden noch mal mit, dass man das da vielleicht günstiger berät, aber Sie als Oberbürgermeister treffen zum Schluss die Entscheidung. Das betrifft ja nicht nur die Vorlage. Wir haben immer mal wieder festgestellt zuletzt, es gibt Vorlagen, wo wir denken, dass es sehr sinnvoll ist, selbst wenn es formal nicht notwendig ist. Ich weiß natürlich, dass die Umgruppierung von Liegenschaften schon lange vom Finanzausschuss in den Bauausschuss sozusagen erfolgt ist, aber wo es sinnvoll ist, das zu besprechen. Und ich meine, 3,5 Millionen Verlust im Ergebnishaushalt sind ja auch keine Kleinigkeit, und das ist schon eine finanzielle Auswirkung. Also können wir uns alle mitnehmen, aber Sie können nur sagen, im Ältestenrat lehne ich lehne ich üblicherweise nie Ansinnen ab, die Vertagungen oder Verweisungen in Ausschüsse angehen. So, jetzt Herr Dr. Schulte-Wissermann. Ich habe nur keine Lust, morgen in der Zeitung wieder das Dreifache hätten wir hier bezahlt zu lesen und dann, wir sind alle dumm. 150.000 Quadratmeter sind das, für die wir 5 Millionen bezahlen. Jetzt kann man sich fragen, was ist der marktübliche Preis für 150.000 Quadratmeter en bloc an einem Stück? Das kann man jetzt lange rauf und runter diskutieren. Auf jeden Fall ist es hier nicht, wie es an anderer Stelle schon mal war, in meinen Augen ein ja, finanzpolitischer Irrenritt, besoffen mit Augenbinde, sondern es gibt gute Gründe, 150.000 Quadratmeter zu kaufen, insbesondere wenn man sie dann als Stadt gestalten kann. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
51 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme bei 10 Enthaltungen. Ist das so beschlossen?